So, 3 Jolt Nuggets. Ne, die Jolt Nuggets waren hier drüben. Ich frage mich, ob die mit süß-saurer Soße auch so gut schmecken. Ob die was? Mit süß-saurer Soße auch so gut schmecken. Die Goldnugget? Ach, ja. wegen den Chicas, ne? Ja. Chicas McNuggets. Chicas McNuggets. Richtig. Boah. Heute würde ich auch gerne mal so richtig herzhaft in den Chica beißen. Wenn's schmeckt. Ja, saftig halt, ne? Ach, guck mal, hier Kokel. Ach, die kokeln ja immer noch. Wir machen hier eine halbe Weltreise und die hängen ja so faul in der Gegend rum. Ja, die haben nicht wirklich Lust, hier zu schmelzen. So, Lapis Lazuli ist natürlich super. Weißt du, was ich schon mal holen kann? Was denn? Ein Sack. Wir haben so viele Eier, aber wir haben noch keine Säcke. Noch keinen alten Sack. Nee, wir brauchen dringend Säcke. Für später. Okay. Wie du ja weißt. Ja, das habe ich natürlich mitverfolgt. Ja. Die 20 Minecraft-Folgen. Ja. Hier, guck mal, hier tummeln sich doch eine Menge Säcke. Schön. Da wollen wir uns doch gleich mal einen Sack abschneiden. So ein bisschen entsetzt. So. Ich finde ja, so ein paar mehr Unterwasser-Mobs könnte das Spiel auf jeden Fall noch vertragen. Du willst einen Unterwasser-Mobs? Ja. Können die schwimmen? Natürlich, ist ja ein Unterwasser-Mobs. Hab noch nie Möpse schwimmen. Warte, also Hunde, ne? Nicht, dass wir jetzt hier falsch und so. Ja. Ich finde das komisch, wenn man Möpse sagt übrigens. Also jetzt, wenn wir mal nicht von den Hunden reden. Du ertrinkst gerade. Das ist ein Hobby von mir. Ach so. Manchmal liege ich aber stundenlang still in der Badewanne. Ach. Mit dem Gesicht nach unten. Prima. So. Jetzt haben wir Tintensäcke. Ja. Hä? Das ist übrigens Final Fantasy 14. Nee, das ist ein Hund. Das auch. Aber der Hund heißt Final Fantasy 14. Aber wo kommt der jetzt her? Ich mach noch ein paar überraschte Geräusche, warte mal. Ja, komisch, weiß ich gar nicht, wo der Hund jetzt herkommt. Das verstehe ich nicht. Ja, der wollte dich halt besuchen. Heute ist doch gar nicht Samstag, ich habe doch gar kein Besuchsrecht. Nee, komm, der war auch unter. Der war schon unter der üblichen Niveaulosigkeit. Ja. So, nachdem wir jetzt Inksäcke haben, sind wir ja bestens gewappnet für das nächste Update, wo man ja Bücher beschreiben kann, wie du ja sicherlich weißt. Ja, das weiß ich tatsächlich. Wobei ich ja sagen muss, ich find's beschissen, dass man diese Bücher nur einmal beschreiben kann und dann sind die abgeschlossen. Möchte ich mal dazu anmerken. Ja, man muss dann halt einfach aufpassen, was man schreibt. Ja, trotzdem finde ich schon ein bisschen Fehlentscheidung, so eine Entscheidung. Das stimmt. So, pass mal auf, ich pack mal die Zombie-Hand, pack ich mal hier in den Gammelkasten. Und wie du ja weißt, haben wir ja unten noch so ein kleines Kellersystem, ne? Ja, richtig. Da du das Let's Play ja immer mit atemberaubigkeit verfolgst. Alle 21 Folgen. Genau. Aber da haben wir ja noch was vor, wie du ja auch weißt. Ja, natürlich. Mach ich aber nicht jetzt. Wollte ich nur mal darauf hinweisen, dass wir das auch noch haben. Und hier draußen ist das Haus jetzt weg, das andere. Das heißt, wir können jetzt hier irgendwas bauen. Und da kann ich ja schon mal vielleicht... Ich hab eine Idee. Na? Bau doch ein Steinhaus hin, so eine Bäckerei oder sowas. Boah, das wäre eigentlich eine gute Idee. Ja. Hier wäre genau der richtige Platz. Finde ich auch. Am besten so ein eckiges, kantiges. Das sieht bestimmt voll gut aus. Ist wie gemacht dafür. Auch der Hund ist begeistert. Voll. So. Kennst du eigentlich noch Moppy? Was? Kennst du Moppy noch? Moppy? Wuff, wuff. Moppy und Schnatterinchen, kennst du nicht mehr? Sicherlich. Schnatterinchen war immer, das passt jetzt gut zu dir. Herr Fuchs, Herr Fuchs! Und Moppy war mal wuff, wuff, wuff. Okay. Da hast du eine uralte Kindersendung. Ich glaube, das war beim Sandmännchen mit dabei. Das guckt man ja heute nicht mehr. Heute ist ja eher so Pokémon und, Nee. Heutzutage gucken die Kinder irgendwie, Aslaks. Was? Und Möpse. Aslaks und Möpse? Ja. Ist das sowas wie die Sesamstraße? Sicherlich. Nein! Ha. Na.
Nein, das Skelett hat alle Hunde auf. Ach nee, jetzt sitzen die wieder. Oh, die sitzen jetzt wieder automatisch. Willst du mich verarschen? Ich glaube, der hat's auf dich abgesehen. Meinst du? Vor allem jetzt ist es toll, wenn die Hunde mir hinterherlaufen, nicht aus Versehen die Hundeköpfe. Dann hast du ein Problem. Hundeköpfe. Nee. Oh, du wirst ja nicht explodieren, mein Freund. Schnauze. Oh. Und Schnauze. Prima. Ist es dir übrigens auch schon passiert, dass ein Creeper explodiert ist, nachdem er gestorben ist? Nee. Ist mir jetzt schon mehrfach vorgefallen. Das hatte ich zum Glück noch gar nicht. Ich find's aber geil, dass die Hunde jetzt wieder alle sitzen hier. Boah, Gott sei Dank. Also einer ist scharf. Das ist ja eine richtige Armee. Ja, natürlich. Es gibt Krieg. 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 Komm, Blondie. Wir wollen in den Krieg ziehen. Hab mein Schäufelchen dabei. So. Ach ja. Mit mein Eimerchen und Schäufelchen baue ich ein neues Deutschland. So. Das kannst du ja gleich aufs Schild vorne draufschreiben. Oh, ich glaube, ich habe übersteuert. Ich habe nicht übersteuert. Das muss so sein. Was? Was meinst du gerade? Stellst dir aus dem Schild hin, neues Deutschland. Finde ich toll. Jetzt ich 100% besser als vorher. Oh, das ist natürlich eine schöne Sache. Und mit der Stimme mache ich hier noch ein Schild hin, Ausländer. Das wäre natürlich das Schönste dann. So. Gott. Hey, Gronkh, hast du was gegen Ausländer? Oh, komm, ey. Ja, damit darfst du jetzt rechnen. Hast du das auch so, wenn du irgendwas bei dir im Let's Play erwähnst, dass die Leute dich fragen, ob du was dagegen hast? Ich mag die Lieder von... Nee, oder? Nee. Ich mag die Sendung von Ralf Zacherl. Hey, hast du was gegen Ralf Zacherl? Hast du das auch so? Tänzt, hatte ich glaube ich schon mal gehabt, aber jetzt nicht so akut. Ich finde das immer ein bisschen schräg. Man darf nichts erwähnen, sozusagen. Ja, das ist ja allgemein so ein Problem bei uns. Ja. Man muss sowieso jedes Wort 10-mal umdrehen, bevor man es ausspricht. Das stimmt. Ansonsten wird es definitiv von jemandem falsch verstanden. Das stimmt aber wirklich, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in Deutschland gibt es Türken. Ja, dann kann das schon negativ aufgefasst werden. Dann hat das auch schon, auch als Deutscher hast du ja vor allen Dingen auch, ne, nach diesem, du hast ja als Deutscher hast du ja diese Grundschuld ja, mit dir. Das richtig. Heißt, du darfst das Wort Türken gar nicht in den Mund nehmen und es wird dir auch negativ angekreidet, weil du halt so eine scheiß Kartoffel bist. Richtig. Ja, komisch eigentlich. Bei meinen türkischen Freunden passiert das nicht. Da sagst du dann, hey, mein Lieblingstürke. Und dann verprügelt er dich und klaut dein Geld. Das ist üblich, ne? Halt. Ja, das ist ja normal einfach. So. Warte mal. Eieiei. Das sind hier wieder Gesprächsthemen, von denen ich nicht mal träumen würde. Nee, vor allen Dingen, da muss man auch mal ganz vorsichtig sein. Einerseits natürlich als Let's Player in der Öffentlichkeit. Ja. YouTube ist ja die Öffentlichkeit. Und andererseits eben auch als Einwohner, als Bürger Deutschlands. Mhm. Was ja auch nicht immer ein Geschenk ist. Nee. So, ich habe hier noch ein paar Steuerformulare mitgebracht. Da können wir nachher mal, wenn du Spaß hast, also können wir nachher gerne mal ein bisschen... Ja, das neue... Kolonnen, Zahlen schieben und so. Neue Let's Play von Gronkh. Let's Play Steuerformular. Genau. 2012. Wäre mal schön eigentlich. Wir sollten die Leute nicht auf irgendwelche Ideen bringen, ansonsten nee, nachher morgen den ersten Simulator dazu. Obwohl, gibt's ja schon. Elster-Formular nennt sich das. Boah, ich hasse diese... Ach Gott, ey, da kannst du mich echt mit jagen. Ja, mich auch. Boah. Und vor allem, ich find's... Aber das muss ich sagen, das finde ich extrem cool vom Finanzamt oder wer immer das erfunden hat, das Elster-Formular zu nennen. Die müssen so gefeiert haben. Die haben da wahrscheinlich gesoffen und gekifft und Pilze geschmissen in ihrem Finanzamt-Headquarter. Und dann, das ist ein Elster-Formular, ist der Knaller. Ich finde das unglaublich passend. Ja. Aber so geil kacken dreist einfach. Richtig. Da hat man schon gar keine Worte mehr für. So, pass mal auf, ich baue jetzt übrigens einen Brunnen. Was hältst du denn davon? Ein Marktplatz braucht doch einen Brunnen. Ist immer schön. Baue ich den mal im Marktplatz oder soll ich den mehr da so in die Nische bauen? Hier so. Ja, eigentlich ist so ein Dorfbrunnen ja sehr zentral gelegen. Ja, eigentlich schon, ne? Das Dorf entwickelt sich ja quasi um die Wasserstelle herum. Ich
Ja, soll ich unseren Abaddon-Gedenkschrein erstmal auseinandernehmen? Und daraus einen Brunnen machen vielleicht? Die Position würde sich anbieten. Ja, die ist eigentlich perfekt. Ja. Aber andererseits will ich natürlich Lord Abaddon nicht erzürnen. Ha. Hilf mir! Oh. Was ein lustiger Zufall. Das war ja jetzt aber sehr ungeplant. Ha. Oh. Oh, Moment, ich muss mal das nächste Platz suchen für meinen Text. Ich glaube, jetzt schickt er auch noch seine Schergen raus. Au, oh, voll ins Auge, du Arsch. Dir werde ich Moris lehren. Hey, Pfeile. So, pass mal auf, der greift mich jetzt auch an. Ja. Aber ich laufe jetzt eine raffinierte Zickzack-Richtung und so, dass er mich nicht trifft, wie du gesehen hast. Funktioniert prima. Vielleicht solltest du das nächste Mal, wenn du dich nicht treffen lassen möchtest, dich nicht treffen lassen. Das Doofe ist, dass da hinten jetzt wieder ein Creeper rumgammelt. Was machen wir denn jetzt? Es tut mir leid! Was für ein witziger Zufall. Das ist ja unfassbar. Unglaublich. Unfassbar. Wie konnte das nur happenen? Oh, ah ja, was ist das denn da? Verliebte Creeper. La da 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 da. Ist ja niedlich. Ach ja, ist doch eh schon tot. Stirb, Mann. Oh Mann, ich wollte die Experienz. Ach, kriege ich noch. Cool. Ja, soll ich jetzt, Ja, pass auf, wir machen das dann. So. Hier, die Passfotos erstmal runter. Wo ist denn das Passfoto hin? Wir werden das später natürlich wieder aufbauen. Woanders. Woanders, natürlich. Woanders. Und dann natürlich auch entsprechend, ehrfürchtig. Bestimmt. Ehrfürchtig hat übrigens nichts mit Erfurt zu tun. So. Wow. Ja. Ich lebe in Ehrfurcht ist ein Unterschied zu ich lebe in Erfurt. Prima. Das muss man erstmal wissen, ne? Ja, das ist, Ach, das Lied, das wird dir gefallen übrigens. Oh, ja. Ja. Ist ebenfalls aus Quest for Glory 5. Truset. Ist übrigens immer noch ein sehr tolles Spiel. Ach so, ich dachte, das hätte sich jetzt geändert, die letzten Minuten, die wir jetzt hier aufnehmen. Hätte jetzt scheiße sein können auch plötzlich. Ich finde es wirklich schade, dass die Serie so untergegangen ist im Endeffekt. Ach, das geht mir ehrlich gesagt mit allen Sierra Games so. Das ist wirklich, wirklich eine Schande. Weil man sagen muss, speziell bei King's Quest haben sie es halt richtig verkackt. Meinst du jetzt mit dem Comic oder mit King's Quest 8? Oh, King's Quest 8 war auch so scheiße. Genau damit. Und hast du schon von A Silver Lining gehört, dieses King's Quest Fangame? Das hatte ich angefangen als Let's Play, als es rauskam. Ach. Hatte mir aber vorgenommen, in meinem Wahn damals, in meinem Übermut, das komplett deutsch zu synchronisieren. Okay. Ist aber dann, war mir dann doch ein paar Nummern zu groß, weil da so viel Text gesprochen wurde, ich konnte es einfach nicht. Ich habe probiert, ich habe ewig gesessen, also ich habe tagelang dran gesessen und habe mich einfach komplett übernommen damit und musste es dann leider aufgeben. Ah, schade. Ja. Ich find's wirklich sehr schön gemacht, wieder richtig schön im Stil der Spiele. Ja, das stimmt. Es gibt ja auch gerade hier wieder so ein Stichwort Crowdfunding. Es gibt ja gerade wieder so ein Kickstart-Projekt für Larry und Space Quest macht jetzt auch ein Kickstart-Projekt übrigens. Oh. Sag mal, Hundi, komm mal raus da. Von Space Quest 2 ist übrigens relativ kürzlich ein Remake erschienen. Ja. Das sehr gut gemacht ist. Ich bin gespannt, ob es die alten Spiele toppen kann. Da bin ich wirklich gespannt, weil ich da wirklich... Ach Mensch, der Charme der alten Games. Oh ja. Ist schon schwierig, das zu toppen. So, es tut mir leid. Was macht diese Musikbox da unten? Das war, wie du ja weißt, weil du das Let's Play immer guckst. Ja, richtig, alle 22 Folgen. Genau, das war unsere Musikbox für Lord Abaddon. Ach, wo wir ihm immer gehuldigt haben. Natürlich werden wir die noch anderswo aufbauen. Ja. Aber nicht jetzt. So, warte. Prima. Zäune. Sowas gibt's ja. Ich bin so froh, dass ich dich hier an meiner Seite habe. Ich wäre sonst total verloren. Schön.
Nicht reinspringen, ne, Hundis, wisst ihr Bescheid. Ich müsste eigentlich drinnen alles nochmal so mit Steinen auskleiden. Ich würde den Brunnen gerne richtig tief machen. Aber dazu müsste ich den Fly-Mod anschmeißen, weil anders komme ich da nicht mehr raus. Oder ich ersaufe. Elendig. Oder so. Hat man nicht irgendwie... Nee, Kätzchen ersäufen macht man nicht, ne? Kam mir gerade kurz die richtig gute Idee, wirklich mal ein bisschen Realismus ins Spiel reinzubringen, indem wir hier Kätzchen ersäufen. Warum? Ist ja auch ein Trendsport. Ach so. Ja. Ja. www.kätzchenersäufen.de, da kann man auch Highscores und sowas. Ja, richtig. Huch. Da finden jedes Jahr die Weltmeisterschaften im Kätzchen ersäufen statt. Das ist eigentlich bitter. Alter, was habe ich denn hier für... Der hat sich in der Kiste versteckt. Ja, aber überall gucken hier Hundeköpfe aus den Wänden. Das ist mir ein bisschen unheimlich. Ich suche Sand und habe ich keinen Sand mehr? Ich verliere den Versand. Nee, den Versand, den Otto-Versand. Nee, warte mal. Ich muss hier mal ganz kurz... Habe ich denn ja keinen Sand mehr? Dann muss ich kurz zum Sandmeer. Oh. Auch hier kein Sand, auch hier kein Sand. Boah, das ist ja jetzt aber ein bisschen kackig. Und ich habe auch in den Kisten keinen Platz mehr für irgendeinen Scheiß. Vielleicht solltest du dir einfach noch eine Kiste bauen. Nee, ich muss ja dringend mal aussortieren. Und jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier, Mann. Boah, mit so einer scheiß nassen Nase rutscht der mir die ganze Zeit am Bein runter. Also nicht der DK, sondern der Hund. Was? Aua, jetzt hat er mich gerade gehauen. So. Oh, hast du Kopfschmerzen? Nein, noch nicht. Oder ist das wieder eine faziale Palmierung? So, warte mal. So, das Eisen habe ich hier drin. Hast du Schmerzen? So leicht, ja. Verstehe ich gar nicht. Kann ich mir gerade auch überhaupt nicht erklären. So. Hier haben wir noch Stonschlabbereien. Ich muss die Jukebox... Ach, das kriege ich hier unter. 23 Diamanten! Das sind schon einige. Boah, wir sind voll reich. Ja, voll. In deiner Welt, in der du komplett alleine lebst. Ja, natürlich, hier bin ich reich. Hier habe ich auch Gold, hier habe ich Diamanten. RL sieht das ja anders aus. Da verdiene ich nur 2 Millionen im Monat. So, wie ich ja erfahren habe. Aber ja. Das ist ein Thema, das will ich schon gar nicht mehr im Let's Play bringen, weil das ist einfach so, das langweilt mich schon selber. Ja, es ist schon langsam echt abgelutscht. Ja, aber echt. Und ausgelutscht. Der Drops ist gelutscht. Ja. Ach, ich habe 56 Sandsteine, habe ich ja hier. Dann kann ich ja theoretisch auch aus dem Sandstein... Die Geräuschkulisse in diesem Haus ist grandios. Ist ein Traum, ne? Ist super. So möchte ich zu Hause auch wohnen. Man muss aber sagen, auch wenn das vielleicht ein bisschen übertrieben ist mit der Geräuschkulisse, aber es belebt das... Ja, es belebt das Let's Play doch ungemein. Das stimmt. Ist übrigens World of Warcraft Soundtrack. Wirklich? Den mag ich sehr gerne. Ja, der WoW Soundtrack, das ist einer der geilsten überhaupt. Muss man neidlos anerkennen. Ja. So, jetzt habe ich gut, dass ich die Schaufel weggepackt habe. Das macht Sinn. Oh, hier, das lasse ich vielleicht mal offen für einen Geheimgang. Den Geheimgang? Im Brunnen? Ist natürlich... Scheiße. Nee, ist natürlich sehr unüblich, weiß ich selber. Ja, habe ich so noch nie gesehen. So, übrigens auch... Du willst mich... Sag mal! Das ist doch... Mann, oh Mann. Aber es sind halt treue Hunde. Ja, wenn ich eben mich in den Brunnen stürze... Kennst du das auch noch bei den Eltern früher immer? Und wenn so und so sagt, stürze ich in einen Brunnen, dann stürze ich wohl auch in einen Brunnen. Ja. Diese komischen Moralpredigten, die total sinnlos waren. Weil so ein scheiß Brunnen überhaupt nichts mit der Sachlage zu tun hat, mit der aktuellen. Das kommt direkt nach, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast. Genau, dann einfach die Füße auf den Tisch drauflegen. Richtig. Und dann voll in die Fresse kriegen oder mit dem Teppichklopfer eine gesemmelt. Richtig, so in der Art. Einfach schön. So, sind die Hunde... Jetzt laufen die Hunde draußen rum. So, gute Nacht. Und wir müssen den Brunnen noch befüllen. Wir brauchen auch noch ein paar Zäunchen übrigens. Oh.
Denn ich habe natürlich wieder etwas vor. Ich finde es übrigens erstaunlich, dass das Spiel immer noch läuft. Ach so, du meinst jetzt, dass es nicht abstürzt, ne? Ja. In dem Sinne, genau. Ja, das muss ich übrigens auch sagen, hast du recht. Aber ich wünschte, du hättest es nicht gesagt.